Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen iPhone-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich den Dark Mode am iPhone einschalten bzw. ausschalten kann und wie ich das zum Beispiel auch an Uhrzeiten binden kann. Das ist eigentlich ganz einfach und ich habe dafür schon mal was vorbereitet, denn ich habe mein iPhone mit dem Rechner verbunden. Um am iPhone jetzt den Dark Mode einschalten zu können, müssen wir zunächst in die Einstellungen gehen und hier scrollen wir ein bisschen nach unten, bis wir zum Punkt Anzeige und Helligkeit kommen. Hier haben wir auch schon die Einstellungsmöglichkeiten für den Dark Mode. Grundsätzlich haben wir jetzt hier erstmal die Möglichkeit festzulegen, möchten wir das Ganze hell oder dunkel. Switche ich, sehen wir, dass ich jetzt hier den Dark Mode eingestellt habe. Neben ganz statischen Einstellungsmöglichkeiten für hell und dunkel kann ich das Ganze aber auch an automatische Richtlinien binden. Wenn wir das hier einmal aktivieren, sehen wir, dass jetzt hier bis zum Sonnenaufgang der Dark Mode genutzt wird und dann wieder bis zum Sonnenuntergang der Light Mode. Klicken wir diese Funktion aber mal an, sehen wir auch, dass wir hier noch andere Möglichkeiten haben, denn wir können hier auch einen eigenen Zeitplan hinterlegen. Klicken wir diesen an, dann können wir jetzt hier Zeiten festlegen und das ist immer als ab zu verstehen. Das heißt, ab 7 Uhr geht mein iPhone in den hellen Modus und ab 22 Uhr geht es hier in den dunklen Modus und diese Zeiten kann ich halt auch beliebig ändern. Das möchte ich in dem Fall jetzt aber nicht. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück, denn ich möchte einfach den statischen Modus und das heißt, ich stelle es hier auf dunkel um und so ist mein iPhone dauerhaft im Dark Mode. Von daher relativ einfach, wenn man weiß, wo sich die Funktion versteckt. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.